Also die Schlacht um Paris, die hat angefangen, ja. Ich verhandle nicht mit Terroristen und da ist noch mehr über Terroristen. So, huch, Paris sieht anders aus. Ach, ist ja Wahnsinn. Das ist ja tatsächlich Paris. Haha. Krass. Da guckt sich mal einer an. Hier, das ist die Seine. Und hier hat man die Seine-Inseln. Hier ist, glaube ich, irgendwie die Notre Dame oder sowas. Das ist ja cool. Das ist tatsächlich Paris. Haha. Wow, das hätte ich von dem Spiel ehrlich gesagt nicht erwartet. So. Wann endet das hier? Also, wenn du es nicht mehr aushältst, dann machen wir nach diesem Versuch gegen Frankreich auch Schluss. Kein Problem. Ich würde auch gern schlafen gehen. Warum brauchen die Leute denn so lange hier? Wenn das hier sowieso nicht klappt, dann müssen wir uns beim nächsten Mal einfach nochmal ein bisschen mehr Zeit nehmen. Denn Paris könnte tatsächlich ein bisschen schwieriger werden. Wir haben es gleich. So, Ausschluss. Wir wurden aus irgendeiner, aus der G7 oder sowas, wurden wir, glaube ich, Einer ausgeschlossen meiner Männer gerade. kommt. So, da kommen immer wieder Leute nach. Ich hoffe, das geht noch schnell genug mit dem Nachkommen, dass wir da irgendwie noch den Bunker unter unsere Kontrolle bekommen. Gut, okay, wenn keiner was dagegen hat, beenden wir den heutigen Stream Einer meiner Männer kommt. nach diesem Versuch, Paris zu erobern, ob er erfolgreich ist oder nicht. Denn wenn er nicht erfolgreich ist, dann müssen wir sowieso noch ein paar Soldaten mehr zusammensammeln und das würde seine Zeit dauern. Aber wann wir genau hiermit weitermachen, kann ich dann aber leider noch nicht sagen, weil ich es noch nicht so weiß. Aber den Stream-Termin von heute, den hätte ich auch jede Woche frei. Das heißt, also es könnte sein, dass wir dann wieder um diese Uhrzeit weitermachen. Das wäre durchaus möglich. Na? Lässt du mich bitte den Bunker angreifen? Dankeschön. Okay, dir schon mal gute Nacht, Nuke and Hessen. Okay, auf den Bunker. Der Bunker scheint frei zu sein, so wie es aussieht. Okay, wir nehmen den Bunker in Angriff. Haha, dieses Wortspiel, das ist so großartig. So. Und die Franzosen greifen uns derweil an, wie man rechts an den Einblendungen sehen kann. Und dann haben wir es auch fast geschafft. So. Am Mittwoch? Nee, ich dachte eher an Dienstag. Einer meiner Männer. Einer meiner Mittwoch Männer. wäre schwierig, weil ich da meistens abends was vorhabe. Und gerade abends wäre das halt ungünstig, weil ich halt gerne abends ausstreame. Da will einer zurücktreten. Ich will aber nicht, dass er zurücktritt. So. Könntet ihr mal alle hier hingehen, wo ich euch hinhaben will? Und der Rest geht bitte da direkt auf den Bunker drauf. Dankeschön. Das ist sehr lieb von euch, liebe Soldaten. Das ist wirklich sehr lieb von euch. So. Muss mal schauen. Wenn wir das am Wochenende machen, würden, wäre es wahrscheinlich noch beliebter, die Entscheidung, ne? Könnt ihr mir vorstellen, weil da haben ja wahrscheinlich die meisten Leute Zeit. Könnte ich mir durchaus vorstellen. So. Dem gratulieren wir mal. Einer So. meiner Männer konnte. Dann haben wir es schon fast geschafft. Oder? Wir haben doch gleich unseren Bunker, sage ich schon. Dienstag wärst du auch nicht da, das ist schade. Problem ist halt leider Wir auch, man haben kann es halt auch soeben die nicht. Haupt. Ah, sehr schön. Man kann es leider auch nicht allen recht machen. Deswegen muss man halt eine Lösung finden. Ne? Da müssen wir halt mal gucken, wie wir das denn machen. Mal schauen. Unsere Sport. Jetzt haben wir auf jeden Fall Paris erfolgreich eingenommen, so wie es aussieht. Dann müssen wir auch demnächst mal kapitulieren. Da haben wir uns schon drum gekümmert. Samstag ist wahrscheinlich bestimmt beliebt als Datum. Also als Wochentag.
für einen Termin, denke ich mal. Deswegen, ja, könnte ich mir vorstellen, dass wir das dann auch machen. Ja. Könnte ich mir, wie gesagt, unsere Jungs haben große gut vorstellen. Und das hat auch alles geklappt mit Frankreich. Das lief wesentlich besser, als ich erwartet hätte. Wahnsinn. Sehr schön. Dann können wir ja beim nächsten Mal mit ganz, ganz viel Elan reingehen. In die zukünftigen Eroberungen, die wir da noch vorhaben. So, da wären wir schon wieder beinahe abgesetzt worden. Zumindest sah das mit der Zeitung mal wieder so aus. Was? Oh, wir haben ein Problem. Weil wir Soldaten hier jetzt überall auf der Welt haben. Weil die Franzosen überall Leute stationiert haben. Nein. Wie machen wir das nur? Wir müssen irgendwie unsere ganzen, die ganzen Leute jetzt mal hier zu uns holen oder so. Moment. Huch. So. Die schicken wir jetzt alle mal. Was weiß ich. Schicken wir jetzt alle mal nach Kiel. Wir sind dabei, die Territorien eines oder mehrerer Länder zu verletzen. Bestätigen Sie Ihren Befehl? Nun. Was macht man da? Ich speichere mal kurz. Bevor was schief geht, speichere ich ab. Ich weiß jetzt nicht, was man jetzt am besten macht, weil das ist in der Tat ein Problem, weil wir jetzt überall die Soldaten übernehmen, die überall auf der ganzen Welt verteilt sind. Das ist ein Problem. Vielleicht kriegen wir die Leute ja, also die Soldaten auch schnell genug irgendwie darüber geschickt, dass da nichts Problematisches passiert. Müssen wir mal schauen. Okay, also, wenn ich jetzt hier... Könnte ich da einfach so ein Fenster ziehen. Ich glaube, das sieht ganz gut aus, so ungefähr. Dann müssen wir da einige auswählen können. Ich glaube, das hat funktioniert. Schicken wir jetzt einfach mal alle nach Kiel. So. So. Gute Nacht wünsche ich dir. So. Wir sind dabei, die Territorien. Ja, ich bestätige jetzt erstmal. In der Hoffnung, dass es alles noch gut geht. Was wir hier machen. So, jetzt haben wir auch noch den François Hollande-Klon erschießen lassen. Obwohl ich das nicht für nötig gefunden hätte. Aber gut, man kann da nichts gegen tun, glaube ich. Das macht er halt. So, und jetzt haben wir die ganzen französischen Regionen eingenommen. Das ist ein bisschen was zum Klicken. Bis man das alles weggeklickt hat. Meine Güte. Einiges. Sehr viel. Ja, ja, ist gut. Ist gut, ist gut, ist gut. So viele Nachrichten. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ja, 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 ich weiß. Okay. Hier ist der Friedensvertrag. Eingliedern, bitte. Dankeschön. So. Ich hoffe, dass dass wir jetzt keine Probleme mit anderen Ländern bekommen, deswegen, das wäre schade. Das wäre schade, weil dann würde wieder alles den Bach runtergehen, wie damals mit der Türkei, als wir da in Syrien eingegriffen haben. Das wäre so schade. Kriegen wir mal ein paar Tage weiter, dann werden wir ja sehen, ob das gut geht oder nicht. So, Zerschlagung, Zerschlagung. Eroberte Technologie, das ist sehr schön. Was haben wir denn da? Überschallflugzeug, okay. Was haben wir hier noch? Weltraumtechnologie, klingt auch gut. Ja, die Franzosen sind schon schlaue Köpfchen. So. Hätte nicht gedacht, dass du das noch alles schaffst. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich auch nicht. So, jetzt schicken wir da mal wieder neue Leute rein. Das lief wieder besser als erwartet. Vor allem, nachdem heute am Anfang erstmal die ganzen Soldaten desertiert sind, dachte ich schon, na toll, das wird nichts. Aber wir haben dann guten Weg gefunden, das doch noch irgendwie hinzukriegen. Vor allem, wenn jetzt wieder die Zahl der Soldaten exponentiell etwas schneller hochschnellt,
Dann haben wir wieder auch eine ordentliche Auswahl an Soldaten, die wir losschicken können. Und dann geht das wieder auch ein bisschen besser. Von der Hand. So. Ach, jetzt noch das alles da. Ach, immer diese Klickerei mit den Terroristen. Es ist, ja, es ist auf die Dauer etwas nervig. Aber jetzt. Wir wollen die Terroristen loswerden und dann müssen wir uns drum kümmern. Das Spiel hat leider sehr viel Klickarbeit. Kann man wohl nichts machen. Wäre auch schön, wenn man das irgendwie mit den, wenn man das irgendwie automatisieren könnte, so manche Sachen, wo man immer das Gleiche macht. Das würde ich mir wahrscheinlich für den nächsten Teil wünschen, dass man bestimmte Prozesse automatisieren könnte, wenn man immer das Gleiche macht. Naja, gut. Und ich meine mit dem Automatisieren nicht die Kriegsführung, das mache ich lieber selbst. Aus gewissen Erfahrungen, die ich gemacht habe. So. Du kannst es schon Eurasien nennen. Ich meine, was fehlt denn noch? Asien. Asien fehlt noch. Und ein Großteil Europas, würde ich sagen. So. Jetzt haben wir überall jemanden drin. Gehen wir noch ein paar Tage weiter, bis wir sicher sein können, dass alles gut gegangen ist. Zumindest gibt es keine Beschwerden, also keine weiteren von anderen Ländern, die wir irgendwie verletzen. Vielleicht kommt das ja noch, aber wäre nicht so schön. Begräbniszeremonie des Präsidenten, irgendwelche komischen Zeichen. Rutger Mügner. Okay, wir besuchen den mal bei seiner Beerdigung. So. Ja, so viele Nachrichten, bla 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 bla. Neu bewertetes Budget. So. Ja, das bisschen da kommt auch noch dazu zu unserem Ländchen. Drohne Badax-Hahn verflogen. Was ist das denn? Wir haben den Kontakt zu einer unserer Drohnen verloren, die wir auf eine Aufklärungsmission gesendet hatten. Dies kann passieren, vor allem nach so vielen Flugstunden. Hiervon sollte unsere Drohnenstrategie aber auf keinen Fall beeinträchtigt werden. Aha. Faszinierend. Okay. Interessant. Ah, schon wieder so viele Nachrichten. Aber ich glaube, es ist alles gut gegangen. Ich glaube, wir können beruhigt gleich Feierabend machen. Einer meiner Männer kommt. Okay. Dann Geheimdienst. Ah, dann geht's wieder weiter hier. Aber dann ist auch gut für heute, denke ich mal. Ich glaube, die Berechnung, den Berechnungstag haben wir jetzt auch gleich hatten wir den vielleicht sogar schon hinter uns gehabt. Ach, gehen wir noch bis zum nächsten Tag, wo er wieder berechnet. Ich weiß nicht, ob das ein Berechnungstag ist. Gehen wir mal weiter. Das ist ein Berechnungstag. So lange dauern die Berechnungstage. Okay. Dann gucken wir uns noch die Reaktion von diesem Tag an. Ich hoffe, es ist nichts allzu Schlimmes oder sowas. Nö. So. Moin, hab gerade zum ersten Mal den Livestream eingeschaltet und bin überrascht, wie groß Deutschland geworden ist. Tja, ich bin auch überrascht, wie groß Deutschland geworden ist, wenn ich das mal so sagen darf. Okay. Ich denke mal, dabei belassen wir es für heute. Es ist spät oder anders gesagt früh genug. Ja. Es hat mir einen Riesenspaß gemacht. Ich möchte das auf jeden Fall am liebsten so oft wie möglich wiederholen. So wie heute. Am liebsten regelmäßig. Und ja. Ich bedanke mich bei allen, die dabei gewesen waren. Und ja. Auf jeden Fall der nächste Stream, der auf jeden Fall feststeht, wäre Somalia. Das zusammen mit Malte am Sonntag um 20 Uhr. Das muss ich jetzt vorsichtig sein. Das Video kommt erst viel später. Ich hoffe, das hat sich bis dahin nichts geändert. Ich hoffe, der Termin bleibt weiterhin bestehen, weil das fände ich zumindest schön. Ja. Okay, wie gesagt. Danke an alle, die dabei gewesen waren. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke fürs Ertragen des Videos für heute. Kannst du mir bitte sagen, ob dich das Filmchen freut? Daumen hoch und runter, die stehen dafür bereit. Und Kommis machen munter, die lese ich jederzeit. Kommst du zu der Entscheidung, du willst da mehr von sehen?
dann kannst du zur Beschreibung und zum Abo-Button gehen. Und fandest du es scheiße, war's deine Wahl der Qual. Ansonsten gute Reise und bis zum